Willkommen zurück, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid zu Hitman Absolution. Wir sollen zum Barmann gelangen, der irgendwo hier wahrscheinlich rumstehen wird. Ich guck mal, was er sagt, wenn ich hier rein möchte. Ah. Okay, wir kommen also nicht über den normalen Weg rein. Ich guck mal. Ich möchte raus. Na, ich komme nicht raus. Na, okay, dann muss ich mir einen anderen Weg suchen. Ich komme also als Fremder da so nicht einfach rein. Das ist natürlich die Frage, ob ich mir jetzt einfach ihn hier holen sollte. Und zwar mache ich das jetzt auch einfach mal. Ja, Leiche in der Nähe, das sehe ich auch. Verkleiden. Jetzt natürlich die Frage, kriege ich den noch irgendwo hingezogen? Schleppen? Schlepp den mal. Kann ich den hier reinziehen, zufällig? Ah, es funktioniert. Geil. Aber ich möchte ihn mal ein bisschen näher hier reinziehen, dass die Füße da unten nicht unbedingt rausgucken. So. Dann lag da noch eine Waffe. Genau. Die ist natürlich auch noch mir. Ja, kannst du ruhig wegstecken. Und ich kann hier noch durch. Warte mal, da war noch irgendwas. Ach, egal, sind wir schon drin. Einmal gucken. Ich wollte eigentlich erstmal rausgucken, aber okay. Sind wir halt direkt hier drin, ne? Dann nehme ich die Beweise mit. Oha. Ah, ich wurde vom Steam-Netzwerk abgemeldet. Das ist aber kein Ding. Damit kann ich leben. Dann gehen wir mal hier raus. Na ihr? Für diese Tür braucht man eine Schlüsselkarte. Ich weiß noch nicht für welche Tür. Wer sieht mich denn da hinten? Ach so, der vom Staff. Ja klar. Ich gucke mir hier erstmal ein bisschen um. Weil wie gesagt, ich habe ja noch keinen Plan. Oh oh, da geht besser nicht lang. Ich muss natürlich hier irgendwo. Ja, da können wir irgendwas machen anscheinend. So. Spiel, du brauchst jetzt nicht hängen, ich versteck mich nur. Das ist. Macht man so. Spiel. Komm. Hör auf zu hängen. Danke. Gehe ich einfach mal hier hoch. Okay, die bemerken mich alle nicht. Ich gucke ja irgendwas hier. Ich will eigentlich nur aufs Klo. Danke. Da gibt es Medipacks, okay. Ist hier vielleicht irgendeiner? Hier ist Private. Hätte ja sein können, dass hier vielleicht auch irgendeiner auf dem Klo ist oder so. Aber ich kann mich ja hier nur verstecken. Metallrohr. Das nehme ich auch mal mit. Nee, du kannst auch wegstecken, ist okay. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Nee. Hier ist soweit nichts mehr. Ah, ich würde mal sagen, ich bin beim Barmann, ne? Mit Barmann reden. Tada! Beim Friseur! Jeden Tag um Schlag 12. Danke. Hey, Kumpel. Was macht das Landleben? Sind die Leute nett zu Ihnen? Gehen Sie bei Gelegenheit mal in McGarmans Waffenladen. Hab ein kleines Geschenk für Sie. Aber als Achievement gelesen, der Batman weiß alles. Das war irgendwie das falsche Spiel, aber egal. Zweihandkompetenz. Ah, zwei Pistolen können wir es besser umgehen. Ein paar Pünktchen haben wir auch noch bekommen, nicht viele, aber was soll's. Was, hier gab's eine UMP? Alter, nicht schlecht. Weit her. Hätte man mir auch mal vorher sagen können, dass hier so eine geile Waffe rumliegt. Das wird Sie interessieren. Sogar sehr interessieren. Was?
Ein Geschenk von einem alten Kontakt. Er war einige Jahre unsichtbar. Codename Birdie. Wenn ich den Codenamen Birdie hätte, würde ich auch anzwitschern. Sie diesem Birdie, was er will. Finden Sie 47, egal wie. Birdies Gift. Oder Geschenk, je nachdem, ob man es jetzt übersetzt oder nicht. Aha. Oh, ja. Seine Silverballer. Ein Traum. Die sind unvergreiflich. Das sind meine. Nur wenn Sie die Quittung haben. Ich könnte sie mir nehmen. Sehe nicht aus wie ein Dieb. Diebstahl wäre es nicht. Tja. Ich sag Ihnen was. Schießen Sie besser als ein Mädchen, verkaufe ich Sie. Meinen Sie denn, Sie kriegen das hin? Das kommt ganz auf das Mädchen. Okay, hätte keine Chance gegen meine Mimi. Mal sehen, was sie kann. Oh, meine Silverballer. Ey, ich brauch sie. Hammerteile. Wirklich Hammerteile. Mal gucken, ob ich besser schieße als der Herr. Oder die Frau, oder wer auch immer gegen mich antreten möchte. Na, dann kommt mal her. Darf ich jetzt? Oh, hey, Sie Cowboy. Dann wollen Sie gegen mich antreten? Suchen Sie sich dort im Laden erstmal eine Waffe aus, die Ihnen gefällt. Sobald Sie eine gefunden haben, kommen Sie wieder her und verlieren gegen mich. Munition haben wir genug. Solange Sie bei mir sind, können Sie sich austoben. Arr. Der hat einen pinken Griff an der Waffe. Ist ja ekelhaft. Okay, ich soll mir eine Waffe aussuchen, oder was? Also ich hätte theoretisch ein... Nein! Das ist der aus Kane and Lynch. Wie cool ist das denn bitte? Hey, warst du mal in einem dieser Social Networks? Gut, ich war eine Knarre. So viel steht schon mal fest. Wo krieg ich denn eine Waffe? Hier krieg ich eine Waffe. Was nehme ich denn? Ich will eine coole Waffe. Ein Gewehr will ich nicht. Ich habe so eine blöde Pistole. Ich will eine coole Pistole. Alter. Nehme ich. Oder liegt hier noch was Cooleres? Ah, eine UMP ist noch geiler. Nehme ich die. So. Wir können am Wettbewerb teilnehmen. Was muss ich tun? Auf die Ziele schießen, oder was? Ah, die hat 471 Punkte. Ich glaube nicht, dass man gegen die im Zielschießen gewinnen soll. Das würde mich jetzt ein bisschen wundern. Markieren. 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 Noch irgendwo einer? Nö. Pam, pam, pam. Ja, was ich alles kann, wa? Ich bin halt ein harter Dude.
Scheiße, ein Punkt, ey. Ich würde gern Ziel feuern, aber ich glaube, ich habe nicht genug Instinkt dafür. 130 zu 471, das geht voran. Ich brauche mehr Instinkt, Alter. Das Blöde ist auch... Ah! Man kriegt auch so wenig Punkte. Seht ihr? Ich muss mehr den Kopf treffen, das ist aber... Boah. Fuck. Ich näher mich. Wieder 20 Punkte, nice. Man muss halt nur exakt den Kopf treffen. 229. Ja gut, mit den Punkten, das geht besser als ich dachte. Fuck, wieder nur ein. Was soll das denn? Oh oh. Gib mir mal die da. Ja, gib mir mal die. Kannst du bitte mal die 5 nehmen? Danke. Komm mal näher. Boah, krasse Waffe, Alter. Nein! Die zerfetzt aber auch alles. Was machen die Punkte? 302 geht voran. Es gab ein Zeitlimit. Ich gucke jetzt, ob ich vielleicht ohne... Wir haben hier nichts verloren, Mister. Verschwinden Sie. Ja, ich bin ja schon weg. Was liegt denn da drüben? Okay, ich muss an die Silberballer kommen, aber ohne an dem Wettbewerb teilzunehmen vielleicht. Fände ich ganz nett. Moment, was mache ich hier? Kann ich Ihnen helfen, Mister? Menschlicher Schutzschild. Nein, ich würde gerne eine Waffe kaufen. Ja, ich würde auch gerne so viel. Warte mal, der ist abgelenkt jetzt. Aus. Kann ich mal eines testen? Klar. Suchen Sie sich einfach ein. Hihihihi. Gut, der hat mich schon mal nicht mitbekommen. Feindliches Gebiet, ja klar. Das dachte ich mir schon fast. Aber zumindest sind wir jetzt schon mal hier oben. Was es uns genau bringt, weiß ich noch nicht. Ich guck einfach mal. Wo kommen wir denn hin, wenn wir jetzt hier runtergehen? Weil hier ist ja einfach mal überhaupt gar nichts. Ja. Schneller. Boah, fast gesehen worden, ey.